Jungs, Türkei gegen Belgien. Also, Mandy, Matze, Magic, Havertz. Time to shine. President of Stallions. Ah, Freddy. Freddy, let's go. Freddy, go for Belgian. Pyrotechnik. So, nächste Einladung. So, jetzt sind wir gespannt. Spiel gefunden. Und da sind wir. Also, rein ins Spiel. Belgien gegen die Türkei. Im Achtelfinale, Jungs. Jetzt geht's wirklich um alles. Jetzt geht's um die K.O.-Phase. Wer verliert, fliegt raus. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt auf dem Platz passiert. Und ich bin gespannt, ob Magic Ruby seine Einstellung richtig gemacht hat. Jawohl. Er hat sie richtig gemacht. Ich küsse dein Herz, Ruby. Ich küsse dein Herz, mein Großer. Sehr schön. Maschani auf der LIV-Position. Unser Magic Ruby. Von der Türkei. Und die Fans sind schon da, Jungs. Ausverkauftes Haus. Wir gehen rein, Jungs. Wir gehen direkt rein. Wir warten nicht lange. Und jetzt rein ins Spiel. Ich hoffe, wir haben trotzdem noch einen Sound. Achtung. Spannung steigt, jawohl. Wir gehen rein, Jungs. Rein ins Spiel. Belgien. Von rechts nach links hier. Mit dem Anstoßen und natürlich gleich mit dem langen Ball hier. Aber Havertz ist gut mit nach hinten gelaufen. Und die Türkei hier von links nach rechts. Gut aufgepasst hier von Gigi. Mit Martello. Mit Castell. Castle. Ach nee, Ali Show. Ali Show, geil. Ali. Zlatino. Nochmal, Phänomeno. Gut aufgepasst. Ja, wartet natürlich ein bisschen ab hier. Bis seine Jungs sich hier positioniert haben und versucht dann den langen Ball zu spielen. Er kommt perfekt. Kommt perfekt auf Havertz. Nochmal, Epan. Gut zugestellt hier von Belgien. Und jetzt nochmal Anisho. Nochmal Zlatino und Phänomeno. Und Defsash, Magic Ruby. Schöne Seitenverlagerung hier auf die rechte Seite auf Mero. Und Mero hat gesagt, er steht im Tor. Wie frech ist der denn? Er steht einfach auf der rechten Verteidigerposition. Phänomeno mit Defsash. Gut aufgepasst hier von M-Pappel. Geil. M-Pappel. Gigi, Ali. Moin Paddy. Ein neuer Vorschlag für das Einlösen der Kanalpunkte für 10.000 ein Spiel auf Englisch kommentieren. Ich finde deine Englischkünste gerade atemberaubend. Marvin. Du liegst doch bestimmt schon wieder irgendwo unterm Tisch, mein Großer, oder? Oh, Achtung, und was eine Reaktion, und was eine Torwartaktion von Mandy. Mandy ist sofort da und kann die Kugel festhalten. Und Marvin, wir unterhalten uns nochmal. Marvin, mein Bester, wir unterhalten uns nochmal. Ich glaube, das wäre nicht so ein guter Vorschlag. Definitiv nicht. Wie soll ich das denn bitte hinkriegen, Marvin? Da wirst du doch dauerhaft nur unterm Tisch liegen und dich kaputt lachen. Mann, Mann, Mann. Aber ich bin zumindest so ehrlich und sag euch, dass das halt wirklich extrem, ja, schlecht bei mir ist, das Englisch. Andere würden sagen, ja, ist halt so. Aber wie gesagt, warum soll ich euch das verheimlichen, Junge? Wenn das Englisch bei mir halt nicht so schön ist, ne, weil ich mochte noch nie Englisch, obwohl Englisch ja die zweite Weltsprache ist. Aber das Epan! Oh mein Gott, und was eine Reaktion vom Torwart. Die Türkei mit der dicken Chance. Chris, Phänomeno. Gut zugemacht.
Und wieder Zlatino. Nochmal mit Gigi. Mit Martello. Nochmal rüber raus auf Castle. Und wieder die nächste Möglichkeit mit Mbappé. Mbappé. Ich finde den Vorschlaghammer wie ein Werkzeug namens Vorschlaghammer. Marvin, wir reden nochmal. Wir unterhalten uns nochmal. Und da ist Luca. Luca! Oh, abgeblockt. Okay, ich wollte gerade sagen, Luca, was war da los? Grünslich zielen, dann Trister auch, aber abgeblockt. Phänomeno mit dem schnellen Ball hier abgelegt. Und da ist die nächste Reaktion von Ibo. Oder Ibo. Entweder Ibo, Ibo. Eins von beiden. Er liegt schon wieder unter dem Tisch. Oh, mein Marvin. Mein Schnuckelputz. Hauptsache, Marvin, mein Bester, dir geht's gut. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht, mein Großer, und dass du wirklich gestern Abend wirklich so sehr viel Spaß hattest in Dortmund auf der Partymeile. Noxus, nochmal, Presciano. Nochmal einen Rückraum gespielt mit denen und da ist der Kopfballversuch. Aber wieder True Mandy. Er beruhigt erstmal. Er sagt, Jungs, beruhigt euch. Wir spielen jetzt ganz entspannt hier hinten über die Verteidigung mit Matze. Auf natürlich Magic Ruby, auf Phänomeno. Mit dem langen Ball hier wieder in die Spitze. Lang und nach, spielen viel. Viele lange Bälle. Und das ist Ilbo. Mit Gigi. Nochmal hintenrum. Martello. Mit dem langen, auch da wieder, mit dem langen versuchten Ball. Aber Magic Ruby wartet natürlich auch da. Hat ein bisschen Zeit. Nimmt den Ball gut an. Epan. Nochmal mit Chris zusammen. Schön in die Spitze gespielt. Phänomeno. Luca. Nochmal auf der Sarge. Phänomeno. Luca wieder. Nochmal im Nachsetzen. Kriegen sie nicht die Kugel. Und wieder ist Castle zur Stelle. Der Sarge mit dem Kopfball verlost. Und jetzt Mbappé. Und da kommt auch. Wer war das denn? So schnell konnte ich gar nicht den Namen lesen. Holy moly. Phänomeno. Wieder mit Mero. Nochmal Luca zugestellt. Und wieder ist Epan da. Epan mit dem Schuss. Und was ein Hammer von Epan. Was ein Hammer. 1:0. Für die türkische Nationalmannschaft. Holy moly. Oh, der holt aber ein Hammer raus. Und die nächste Schusschance. Oh, 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 oh. Ach du, ja, Jungs, ihr habt aber auch die Ruhe weg da auf dem Platz. Ihr habt aber auch echt die Ruhe weg da, die Torhüter. Holy moly, Zlatino. Jetzt nochmal, links raus, Pass kommt nicht perfekt, aber Presciano hat die Kugel nochmal reingelegt. Gut zugemacht hier von der Türkei, Epan. Nochmal Epan, wieder auf. Ich meine, so viel und da ist Luca. Und was eine Parade von Ibo! Holy moly! Ibo holt die Pranke raus. Luca nochmal im Nachsetzen. Ja, kriegt die Kugel nicht. Ali Show klärt ihn hier seine Show. Nochmal Presciano. Und er kriegt schon wieder das Lachen. Ach Marvin, womit habe ich das bitte verdient? Noxus. Und wieder die Ali Show. Ali Show, perfekter Ball. Was ein Ball auf Zlatino. 1:1. Und das waren die Haare, Jungs. Das waren eindeutig die Haare, die den Ball so, ja, so unhaltbar gemacht haben. 1:1. Belgien macht den Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause. Und nochmal Havertz. Vielleicht kommen die Jungs nochmal vors Tor. Havertz nochmal auf Luca. Luca nochmal in die Mitte auf Epan. Epan mit dem abgeblockten Schuss. Payne, Melo. Kugel ist frei. Wo ist die Kugel? Im Tor! Defsage! 2:1! Und da guckt er in die Kamera. Yeah. 2:1, Jungs. Holy moly. Was passierte dafür, dass ich unter dem Tisch liege? Ach, Digga, das war doch nicht so gemeint, Marvin. Das war doch nicht... Mensch, eieiei. Aber was ein Spiel, Jungs. Was ein Spiel. Türkei gegen Belgien. Holy moly.
Also das nenne ich mal wirklich Kampf hier. Luca, Epan, Phenomeno, Chris, Defsage, Adrian, Matze, Mero, Magic, Ruby, Harvard und True Mandy. Holy moly, die Jungs zeigen aber auch wirklich, ne, Raketenfußball. Und Mandy, das ist dein erstes Gegentor. Dein allererstes Gegentor in diesem Turnier. Also ist der Vorschlag genehmigt. Finde den super. Meinst du das mit dem Englischen? Ich sag mal nein. Ich sage lieber nein, Marvin. Ich sage nein. Ich glaube, macht nichts. Ah, Mandy, wie gesagt, ich bin gespannt. Wie gesagt, der Torwart, der die wenigsten Gegentore gekriegt hat, der bekommt dieses schicke Exemplar. Also bin auf jeden Fall mal gespannter. So, der Defsage. Jetzt gehen wir rein in die zweiten 45 Minuten mit Luca. Da findet die Kugel Presciano. Nochmal mit Slatinho. Mit Alisho. Mal schön zugestellt wieder von Chris. Wieder versucht er hier, sich ein bisschen Platz zu erarbeiten. Da könnte man in wenigen Streams einen super Spielstoff raus. Ah, Digga. Ja, moin. Alles klar, Robin. Alles klar, mein Bester. Spielstoff raus. Ah. Was ist das? Die neue Lektüre für die Schule, ne? Die neue Lektüre für die Schule, um Englisch zu lernen. Abseitsposition, ja. Hat der Schiri auch hier sofort gesehen. Somit bekommen die Jungs hier die Türkei wieder ihren Ballbesitz und somit den Freistoß. Ah, Magic, gefährlich. Ah, Magic Ruby weiß aber, was er machen muss. Phänomeno. Ja, mit dem langen Ball hier. Ball kommt nicht an. Gigi ist da. Ini. Oh, schön von Luca. Nachgesetzt. Aber Schiri pfeift hier sofort zurück. Gibt hier dann doch noch den Freistoß. Und wieder Adrian. Wieder Phänomeno. Mit Martello. Auf Pani. Und wieder kommt die nächste. War das schon wieder Marvin? War das schon wieder Marvin, Jungs? Alter Schwede, ist das schon wieder Marvin gewesen? Mero mit Chris. Ich lese gleich, Jungs. Ich lese gleich die Nachricht. Wieso lacht Baba Joe jetzt? Ach, das war Baba Joe. Digga, alles gut bei dir? Ja, Luca, alles bestens. Mir geht's gut, außer dieser Blitz, der erschreckt mich jedes Mal. Ich weiß jetzt nicht, dass ich mich in wenigen Sekunden in Robin umbenannt habe. Als Lektüre wäre es doch super. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was eine Möglichkeit. Doch super, wie man nicht Englisch spricht. Ach Marvin. Magic. Adrian. Matze. Mero. Nochmal Matze. Defsage. Nochmal Phänomeno. Schöner Ball rechts raus. Nochmal Luca. Kann die Kugel nochmal behaupten. Versucht nochmal über Chris zu spielen. Chris mit dem engen Dribbling bleibt am Ball. Schöner Pass auf Epan. Abgeblockt. Nochmal den Kopfball gewinnen. Aber Kessel und Havertz, was war das jetzt? Holy moly. Und jetzt nochmal Presciano. Und Luca, mir geht's gut. Und Baba Joe kriegt schon wieder den Lachflash. Baba Joe kriegt schon wieder den Lachflash seines Lebens. Dieser scheiß Paddy Blitz. Oh, Mbappé! Mbappé mit dem L am Ende. 2:2. Adrian. Nochmal Phänomeno. Schön aufgepasst von Gigi. Defsage. Kann die Kugel nochmal behaupten. Mit Mero zusammen. Vamos. Und nochmal Luca. Gut zugestellt. Pani. Nochmal der Kopfballgewinn. Mbappé. Defsage. Nochmal die Phänomeno. Luca nochmal. Schön auf Epan. Epan versucht da durchzukommen. Aber wieder ist Gigi. Mit dem Fuß eher am Ball. Und kann die Kugel erstmal klären. Aber jetzt die Möchte. Achtung. Epan. Yannick, grüß dich. Moin, einen wunderschönen. Grüß dich, mein Bester. Ihr seid alle so geil. Einen wunderschönen guten Abend, mein Yannick. Wie geht's dir, mein Bester? Ich hoffe, es geht dir gut, Yannick.
Schön, dass du einschaltest und die Jungs mit anfeuerst. Und da ist wieder Epan. Und es gibt nochmal den Freistoß. Aber das ist eine ziemlich weite Entfernung. Holy Modi, lass mich mal überlegen. Ja, 20, 30. Ah, war so. Ja, 25, 30 Meter waren es locker. 74. Minute. 2:2 zwischen Türkei und Belgien. Und wieder Chris. Wieder mit dem Ball auf Epan. Gut. Gut, wir kommen vom B-Day. Deswegen heute nicht dabei. Oha. Janik, hattest du Geburtstag gehabt? Hattest du oder warst du eingeladen, mein Großer? Also mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Hatte heute wirklich nochmal einen schönen Tag gehabt. Meine Frau und ich sind nochmal so ein bisschen vor 3 Wochen oder vor 3 Monaten nochmal in unsere Hochzeitskleidung geschlüpft. Und haben nochmal schöne Hochzeitsfotos nochmal gemacht mit der guten Schwiegermama. Weil die bei der Hochzeit nicht mit dabei war. Und deswegen auch da einen sehr, sehr schönen Tag gehabt. Ein Kollege, ah, sehr schön. Einfach mal schön die Sau rauslassen, Janik. Einfach mal richtig schöne Geburtstagsparty feiern. Muss auch mal sein. Und wieder mit Mero. Nochmal Mbappé. Mit Defsasch nochmal hinten rum. Mit Matze. Adrian. Oh, verliert die Kugel. Mbappé. Ich finde das geil. Mbappé. Nochmal ein Rückraum. Nox. Mbappé. Bresciano. Mit Dean. Und wieder der Ballgewinn mit Phenomeno. Nochmal auf Luca. Luca ist die Nummer 1. Phenomeno. Auf Luca. Defsasch. Nochmal Luca. Nochmal Epan. Phenomeno. Schade. Versuchen sie, den Ball schnell nach vorne zu spielen. Gigi stand genau richtig. Epan. Epan! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Epan mit dem Schuss hier aus der zweiten Reihe. Und Lars, mein Großer. Larsi, mein Sonnenschein. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen. Lars, Dankeschön an deine geliebte Community, mein Großer. Dankeschön für deinen Raid. Was war los bei euch? Jungs, lasst Liebe mal da. Lasst Liebe mal beim guten Lars, beim Ichigo. Ein Spieler von S04 Schwabach und von Freilos X, Jungs. Also, sehr sympathisch. Und was für ein Tor. 3:2 für Belgien. Die Jungs drehen das Spiel. Und wieder ist er. Und wie gesagt, Lasi, Dankeschön und herzlich willkommen an deine Community, mein Lars. Dankeschön für deinen Raid, mein Großer. Dankeschön. Danke, danke, danke. Kuss geht raus an dich, mein Großer. Dankeschön für deinen Raid mit 4 Personen plus minus 0. Eieiei, holy moly, was ein Spiel. Belgien gewinnt mit 3:2. Sie lagen hinten mit 2:0, kommen aber zurück in die Partie und das will ich mir nochmal anschauen, Jungs. Ja, der kommt voll. Ganz alleine. Schön reingespielt. Da sehen wir nochmal das nächste Tor von Mbappé. Mit dem guten L am Ende. Und da ist er zur Stelle. Der Pass kommt da durch. Auf was achtet er jetzt? Okay, Gegenspieler ist da. Torwart ist auch da. Ich weiß nicht, was er wollte. Dann nochmal das letzte Tor, das Entscheidungstor. Da ist er wieder dran. Alter Schwede, Torwart war mit den Fingerspitzen dran. Ist doch gar nicht on. Ist doch gar nicht on. Wer ist nicht on? Ich bin noch online. Hä? Heili Witzka. Holy moly. Da werden nochmal die Tore sich angeschaut. Da sehen wir nochmal die Parade, Jungs. Und ich guck mal kurz, ob wir irgendwo noch eine Verlängerung haben. GG auf jeden Fall. GG an die Jungs. Er meinte, glaube ich. Ah, okay, gut. So, wir gucken mal kurz. Gibt es irgendwo eine Verlängerung? Ich gucke mal schnell rein. Wo ist